أمور. محمد رسول الله، كيف محمد رسول الله؟ طاعته فيما أمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، والرابعة أن لا نعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir aussprechen La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, dann das erste Satz La ilaha illallah, damit das uns nützt am jüngsten Tag, hat bestimmte Bedingungen. Das erste ist, ich muss das aussprechen und ich muss das wissen, was das bedeutet und mich danach verhalten. Das heißt, ich darf dann nicht mehr, nachdem ich das ausgesprochen habe, Allah Azza wa Jalla etwas beigesellen. Das zweite Teil, Muhammadun Rasulullah, beinhaltet auch vier Bedingungen. Und diese vier Bedingungen ist erstens, dass ich das befolge, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam mir befohlen hat. Zweitens, bestätige, was er berichtet hat und daran keinen Zweifel habe. Drittens, von dem Verbot fernbleiben, was er verboten hat. Und viertens, dass man Allah azza wa jalla nur so anbeten soll, wie der Gesandte sallallahu alaihi wasallam es vorgezeigt hat. Das heißt, das erste Teil und das zweite Teil hat seine Bedingungen und diese Bedingungen muss der Mensch schützen und danach handeln, damit diese Aussage, diese Bekenntnis ihm auch am jüngsten Tag einen Nutzen bringt. طيب حتى لا أطيل عليكم أنا سوف أختم بسؤال وأريد الإجابة عليه. Er will also jetzt eine Frage stellen und somit Antwort haben und beenden seinen Vortrag. Soll der Muslim sich vor dem Schirk Angst haben? Oder soll er sagen, ich bin ein Muslim, ich habe keine Angst vor Schirk? Naam, Bashar. Er soll von seinen Taten nichts mehr fürchten als den Schirk. Und Dalil? Warum? Was ist Dalil? Allah سبحانه وتعالى القرآن ذكر سورة النساء، dass er jede Sünde vergibt außer الشرك. بارك الله فيك. أنا أجيب أيضا مع. Er gibt eine andere Antwort, was du auch gesagt hast. Füg dazu. المؤمن أو المسلم إذا حقق التوحيد يجب عليه أيضا أن يخاف من الوقوع في الشرك. ولذلك يجب عليه أن يتعلم الأمور التي تحقق التوحيد. والأمور التي تناقض التوحيد فيجب عليه أن يتعلم الأمور التي تحقق التوحيد فيطبقها ويحققها في نفسه ويتعلم الأمور التي تضاد التوحيد أو تناقض التوحيد فيجتنبها لذلك أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام خاف من الشرك وهو إمام الموحدين كما قلنا قبل قليل وهو الذي بنى الكعبة وهو خليل الله ومع ذلك يخاف من الشرك يقول الله تعالى عن نبيه إبراهيم إذ قال إبراهيم رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام هذا دعاء من؟ دعاء إبراهيم عليه السلام ليس دعائي أو دعاء هو إبراهيم عليه السلام ويقول هذا الكلام رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام فهذا خوف من إبراهيم عليه السلام من الشرك Das heißt, zu der Antwort, was ich euch eben gerade gestellt habe, soll der Muslim Angst haben, nachdem er in Islam eingetroffen ist, dass er auch Schirk Beigesellung hineinfallen könnte oder nicht? Ohne Zweifel, er muss Angst haben. Warum? Weil es reicht nicht, dass er sagt, ich bin jetzt Muslim, sondern er muss das Tawhid-Inhalte wissen und diese Tawhid-Inhalte schützen und gleichzeitig die Sachen, die sein Tawhid schaden könnten, muss er auch lernen und muss sich von diesen schädlichen Sachen, dass sein Tawhid schaden kann, davon soll er fernbleiben. Und als Beispiel, der Prophet und Führer der Muwahhidin, der Imam al-Muwahhidin, was wir die ganze Zeit über ihn gesprochen haben, Ibrahim a.s., hatte Angst. Und das ist nicht deine Dua oder meine Dua, sondern die Dua von Ibrahim a.s., was Allah Azza wa Jalla im Quran al-Karim
über seine Dua uns berichtet hat, sagt Allah Azza wa Jalla in der ungefähren Bedeutung, dass Ibrahim gesagt hat, O mein Herr Allah, verschone mich und meine Söhne, dass sie die Götzen anbeten. Das heißt nicht, dass es wir als Prophet und Kinder seine Nachkommen, dass sie irgendwie doch in Schirk hineinfallen können. Das heißt, wenn er Angst hat und er ist Vorbild, wie können wir dann sicher sein, dass wir unseren Iman in Schutz gehalten haben und dass wir ihm nicht geschadet haben? بل الله عز وجل حذر محمد صلى الله عليه وسلم من الشرك. ماذا قال الله عز وجل في القرآن؟ يقول الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يقول من؟ يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تحذير للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن قبله حتى نحذر نحن الذين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، نحذر من الشرك ونتمسك بالتوحيد ونعرف حدود التوحيد فنقيمها، ونعرف ما يناقض التوحيد فننصرف عنه ونتركه. Und ein zweites Beispiel, Allah Azza wa Jalla warnt unserem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam höchstpersönlich, indem er sagt, in der ungefähren Bedeutung in Quran al-Karim, wahrlich, wir haben dir offenbart und auch zu den Gesandten vor dir dasselbe Offenbarung. Wenn du in deinen Taten eine Schirk-Beigesellung beigesellt hast, so werden wir deine Tat ungültig machen und du zählst wahrlich dann zu den Verlierern. Deshalb, liebe Brüder, wenn Allah Azza wa Jalla warnt sogar seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vor Schirk, wie können wir dann in dieser Sache unwissend bleiben? Deshalb müssen wir diese Sachen lernen, damit wir uns von Schirk entfernen. Und wir müssen das Tauhid lernen, damit wir im Tauhid bleiben. Wir müssen die Grenzen des Tauhid kennenlernen und diese Grenzen auch aufbewahren und schützen, damit unsere Taten, was wir tun, nicht ungültig wird. نختم أيها الإخوة بهذا الكلام ونسأل الله عز وجل لي ولكم القبول والتوفيق والسداد في الأمر كله ونلتقي إن شاء الله في الغد سواء أتيت أنا أو شيخ آخر لنتباحث في أحكام الحج الفقهية وهذا درس في العقيدة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Der Sheikh sagt, morgen wird er oder ein anderer kommen. Wir haben ein Programm gemacht, wie ich euch schon gesagt habe. Es werden verschiedene Gelehrte kommen. Und ab morgen werden wir auch über das Fiqh von Hajj auch eingehen. Das heißt, wie die Rituale durchgezogen werden, in welchen Orten, wie wir das machen werden, werden wir inshallah mit euch sprechen. Und da werden wir auch Fragen und Antworten nehmen. Er bedankt sich bei euch herzlich, dass ihr ihm mit Geduld zugehört habt. Barakallahu fikum.